Mr. Kid zu sprechen. The fuck? Was tust du hier oben? Er ist halt echt ein Assassine wahrscheinlich. Jetzt würde er dann nicht so unbekümmert stehen. Jetzt ist Maria und Josef. Wir sind an etwas dran. Ich spüre es. Wo ist der Assassine, Duncan Walpole? Tot. Tot und begraben. Nachdem er mich umbringen wollte. Wir betrauern seinen Tod bestimmt nicht. Doch ihr wart es, der seinen letzten Betrug vollendete. Warum? Mir ging es nur ums Geld. Soll mich das etwa besänftigen? Ihr tötetet unsere Brüder und Schwestern in Havanna. Er hat den Sinn, Mentor. Bitte was? James sagte mir, ihr hättet mit den Templern paktiert. Saht ihr den Mann, den sie den Weisen nennen? Ei. Würdet ihr sein Gesicht erkennen, falls ihr es wieder seht? Ich schätze schon. Ich muss sicher sein. Kein Wort. Komm mit. Bitte was? Du hast einiges zu erklären, Master Kid. Du hast einiges zu erklären. Nein, ich habe eine Schatzkiste vergessen. Oh, Nosen. Das ist ja furchtbar. Furchtbar Frozen. Du hast mich heimtückisch in diese Lage gebracht, Kid. Ja. Was um alles in der Welt war das für ein Witzbold? Art dabei. Ein Assassine. Ja, das sehe ich selber. Dann ist das alles so eine Art Religion? Wir Assassinen folgen einem Credo. Ei. Doch es gebietet uns nicht, was wir tun und lassen sollen. Nur weise zu sein. Oh, erzähl davon. Das würde ich gern hören. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das einzig sichere in dieser Welt. Alles ist erlaubt. Das hört sich doch gut an. Denken, was ich will und handeln, wie ich will. Ah! Oh, bist du blöd. Ja. Toll. Dann, Der Weg voraus ist blockiert. Das ist eine Tür, denke ich. Ei. Und es muss einen Weg geben, sie zu öffnen. Ein Mechanismus irgendwo. Eine Art Winde? Hm. Die Blöcke da oben. Versuch sie zu bewegen. Ha, bist du lustig? Ich würde dich am liebsten erschießen, weil du so lustig bist. Kann ja nicht mehr hier hochklettern. Hier bestimmt. Die Blöcke da oben sehen aus, als könnte man sie bewegen. Jaha, ich hab's verstanden. Schon beim ersten Mal, Master Kid. Dachte Kenway, das sind doch keine Schiffswanden. Ja. Hab den schweren Weg genommen. Also was nicht hier ist, die Templer gejagt haben, hä? Bis du kamst und alles verbockt hast, haben wir sie gejagt. Wir hatten sie am Schlafittchen. Doch nun haben sie die Oberhand. Wie langsam die Alte ist einfach. Ist ja unglaublich. Der Türmechanismus funktioniert nicht. Suchen wir einen anderen Weg. Folge mir, Mann! Ich würde dir folgen, ich gehe meinen eigenen Weg. Hallo, Entschuldigung. Kann ich hier ein Leap of Faith machen? Wahrscheinlich nicht. Ja, was willst du denn nur mit dem Türen, den ich halt nicht nutze? Ich bin doch schon lange hier. Kommst du jetzt auch mal hoch, oder? Willst du dann noch eine Weile bleiben? Ja. Aber ganz schön lange gedauert. Ja, das dachte ich mir schon. Okay,
Okay, dann tauchen wir halt ein bisschen. Wenn die Luft ausgeht, ertrinken sie. Das ist, weise Worte, würde ich sagen. Weise Worte. Nein, hoch. Achso, mit A. Okay, wow. Bekommst du noch Luft, hä? Genug, um dich zu verfluchen, Kid. Ja. Dafür mehr als genug. Das kann ich bestätigen. Unter dem Meer. Okay. Auftauchen. Sind wir jetzt bald da. Treffen wir bald auf Tomb Raider. Oder Nathan Drake. Einer von den beiden. Das muss ein sehr wertvoller Schatz sein. Ein Schatz. Ich will hoffen. Richtig. Was immer am Ende dieses Weges war, ist hoffentlich die Mühe wert. Das hängt wohl von dir ab. Wie das? Was ich dir zeigen möchte, könnte dir den Kopf verdrehen. Bitte was? Ich kann nur hoffen, dass du den Schock verkraftest. Ich komme schon zurecht. Ich will da hoch. Hallo? Warum kann ich da nicht hoch? Sonst kann er auch immer aus dem Wasser überall hochklettern. Hashtag unrealistisch. Hashtag spring, du Schlampe. Das habe ich nicht gemeint. Nach oben. Hopp. Nicht nach unten, nach oben. Mein Gott. Jetzt kletter. Ja, weiter. Komm schon. Ich sehe doch, dass du da klettern kannst. Ich sehe es doch. Oh, da sind viele nochmal zu. Batman. Okay, jetzt sind wir bald da. Ja, Kid. Warte nur. Arroganter Penner. Jetzt will ich auch wissen, was da oben ist. Das ist alles? Der große Preis, den ich für deinen Mentor ansehen soll? Sieht nicht aus wie der Mann, den sie den Weisen nennen. Tut mir leid. Hey, spring nicht gleich aus dem Hemd. Ein Rätsel müssen wir noch lösen. Habe ich da Lust drauf? Diese Statuen sind wie die von vorhin. Jedoch mit eingravierten Bildern. Really? Da sind auch Bilder eingraviert, aber nicht dieselben. Dann muss es eine Verbindung geben. Aber welche? Aber welche? Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung. Ich bringen wir das da einfach mal runter. Kannst du hier dran klettern? Ja, kannst du. Es gibt einen Unterschied zwischen den Bildern auf den Statuen und denen auf dem Boden. Ach, wirklich? Erkennst du es? Ei, die einen sind Raubtiere. Die anderen Beute. Welches Raubtier passt zu welcher Beute? Ach so, wir müssen. Frage. Oh, ist das unfassbar nervig. Ja, das ist die Verbindung. Fisch. Das Raubtier zur jeweiligen Beute. Was ist das? Soll eine Schlange sein. Fisch, Schlange. Und das ist. Was ist das denn? Affe? Jetzt haben wir grün ist Fisch auf Affe. Das macht natürlich keinen Sinn. Kann ich hier irgendwie wieder hoch machen? Ich habe keine Ahnung. Kletter auf diese Steine, Kenway. Ich habe eine Idee. Okay. Was der mal macht. Ich bin auf einem dieser Steine und nun? Kid? Hallo? Do something! Guck mal, das ist auch ein Mechanismus. Der Seite. Achso, das ist ein Gegengewicht quasi. Vielleicht sind diese Steine Gegengewichte. Wow, das ist dir eingefallen, als ich da hochgeklettert bin, oder? Du bist echt kreativ, Kid. Ich muss schon sagen. Das ist ganz schön kreativ. Dass dir das von alleine eingefallen ist, bewundernswert. Okay, Fisch. Was passt zu Fisch? Passt Affe zu Fisch? Oder Schlange? Überhaupt kein Plan, Alter. Kletter auf diese Steine, Kenway. Ich habe eine Idee. Kannst du mal kurz, ganz kurz die Fresse halten, bitte? Was zum... Kannst du das mal in die andere Richtung drehen, oder?
Ist irgendwie ein bisschen verwirrt. Ja, danke. Sehr schön. Okay, dann mach ich mal blau auf grün. Neben blau auf rot, ne? Glaube ich. Ja, mach ich blau mal auf grün. Sollen wir auf die Steine hier klettern? Vielleicht kann man sie bewegen. Könnt bitte halt einfach nochmal die Fresse. Das ist anscheinend nicht richtig. Halt's Maul! Ich weiß, ich weiß. Oh, ich weiß, ich weiß. Ja, ja. Oh, ich weiß, ich weiß. Mach's doch besser. Ganz ehrlich, ey. Also muss blau vielleicht auf rot. Und grün auf blau ist ja denn schon richtig. Aber blau hatten wir doch gerade auf rot, ne? Ich muss mir das tauschen, grün auf blau. Steine, das macht ja keinen ich Sinn. Ich habe eine Idee. Ich habe auch eine Idee. Wie wär's, wenn du die Schnauze hältst? Das wäre doch mal eine Idee. Hier mach ich. Fuck, Alter. Es fuckt mich gerade richtig ab, dass ich diesen ganzen Scheiß nicht einfach zusammenschneiden kann. Ich weiß, dass das hier schon ultra langweilig ist. Und dass es ja garantiert noch den ganzen Part dauern würde. Genau. Hä? What the fuck? Die gleichen Farben auf die gleichen Ringe, das macht über. Okay, ich reg mich nicht auf. Ich reg mich nicht auf. Alles gut. Und jetzt? Auf seine Fratze klettern oder was? Was ist denn nu? Kid, hallo! Hey, jetzt hat sich die fucking Tür geöffnet und nu? Hä? Ist das hier blau? Ja, das ist blau. Willst du mich jetzt komplett verarschen? Was ist denn du? Hä? Sehe ich hier gerade irgendwas? Ich hab's doch offensichtlich gelöst, oder? Oder wird's einfach nur nicht getriggert? Vielleicht muss ich nochmal drehen. Also rot muss ja in jedem Fall nochmal hoch, denke ich mal. Weil rot auf rot, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das ist ja Quatsch. Das funktioniert nicht. Versuch was anderes. Hä, willst du mich jetzt funktionieren die Gegengewichte nicht mehr, oder was? Ja, aber die Hackfresse ist doch schon da. Ach. Ist das echt zu dämlich? Ist das echt so ein dämliches Kackrätsel? Das überhaupt gar kein, also null Rätsel ist? Ey, sag mir bitte nicht, dass das so ist. Hey. Es ist einfach so, ne? Es ist einfach genauso, wie ich vermute. Grün muss auf grün, blau muss auf blau. Was ist das für eine gottverdammte Scheiße? Das soll ein Rätsel sein? Willst du mich verarschen? Das Raubtier musste in dem Raubtier, was das passt. Halt die Fresse! Alter Schwede, was soll das denn für eine Scheiße sein, Ubisoft? Ganz ehrlich, ey. Das ist ein Rätsel für gehirnamputierte Vollidioten. Die gerade mal drei Farben kennen vielleicht. Gott, ist das dämlich. Das ist so das dümmste Videospielrätsel, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Oh mein Gott, Alter. Ah, ist das... Was für ein dämliches Level. Erst mit diesen blöden Assassinen, die man nicht töten kann und am Ende kommt überraschend der Meister an, anstatt ganz am Anfang zu kommen und zu sagen, hey, James Kidd ist hier, mein Schüler, er hat gesagt, dass du auch kommst, lass mich dich in unser Tempel bringen. Da schleiche ich durch die ganze verfickte Insel, um am Ende denn doch gefasst zu werden. Und dann kommt dieses scheiß Farbenrätsel, wo einfach die gleiche Farbe auf den gleichen Ring muss. Was ist das hier für eine bescheuerte Kacke? Ganz ehrlich, Alter, was ein Scheiß. Mein Gott, das ist der Weise. Doch
Dieses Ding muss hunderte von Jahren alt sein. Viel älter. Ist er es, sicher? Ei. Seine Augen verraten ihn. Sagten die Templer, wozu sie den Weisen brauchen? Sie füllten etwas von seinem Blut in ein Glasgefäß. So wie dieses hier? Ei. Sie wollten ihn auch wegen des Observatoriums befragen, doch er entkam. Hm. Wir sind fertig hier. Alter, das ist die beschissenste Mission gewesen aller Zeiten, ey. Was ein Dreck. Versteht mich nicht falsch, ich finde dieses Spiel geil, aber das war gerade... Jim! Schweig! Die Statue in diesem Tempel, war das der Mann, den ihr in Havanna saht? Aus dem Gesicht geschnitten. Dann wurde ein weiterer Weiser gefunden. Der Wettlauf um das Observatorium beginnt von Neuem. Flüstern wir deshalb? Das ist nur eure Schuld, Captain Canway. Die Karten, die ihr den Templern verkauft habt, führten sie direkt zu uns. Und nun wissen die Agenten zweier Reiche, wo genau wir operieren. Überlass das mir, Mentor. Sie haben auch Edwards Crew gefangen. Ich frage mich, was ihm ihre Leben wert sind. Nimm dies. Erregt keine Aufmerksamkeit. Und kostet weniger Leben. What the fuck, ey. Das Blasrohr ist eine effektive, lautlose Fernwaffe, die mit Schlaf- oder Berserkerpfeilen ausgerüstet werden kann. Sie können die Pfeile in gemischten Varianten kaufen oder aus ihrem Inventar herstellen. Schlafpfeile versetzen ihre Gegner in Augenblicke der Schlaf, rüsten sie bla aus und ja, ist mir doch egal. Ja. Jetzt kannst du dein Blasrohr ausprobieren. Schnell. Leise und effektiv, nicht? Passt schon. Ja, denn spring da doch runter, mein Gott, ey. Da oben ist ein Scharfschütze, glaube ich. Ja. Ich bin der Sniper King, der ganz viel nur am Snipern hing. Hast du den Tempel gesehen? Ziemlich groß. Ich schlaf, hört auf zu labern. Frag mich, ob er voller Gold und Jade ist. Ozilesh. Totschpachesh, jetelguniko mak abedkachi. Dank. Aber keine Vergebung. Ich fahre es sonst her. Ups. Hol den. Hol doch den. Hä? Hallo? Hol den doch mal raus, den Blastpfeil. Geht er halt nicht. Dann klassisch. Die Soldaten kamen mit diesem Sklavenhändler Laurenz Prinz persönlich. Okay, ich könnte die wieder einschläfern. You think you can escape us? I indeed think I can escape you. Dass man diese Waffen immer extra auswählen muss. Hä? Warum kann ich nicht kämpfen? Ich kann nicht kämpfen. Warte. Okay, dann lasse ich euch halt in Ruhe. Ist mir egal. Ja, ihr seid mir egal. Hallo. Hey, what the fuck? Okay. Scheiß auf euch. Ganz ehrlich. Ich kann nicht. Doch jetzt. Hey, what the fuck? Eben gerade ging's nicht. Das ist richtig sinnlos gewesen. Hallo. Ich will eigentlich nur den Schatz haben. Danke, LG. Oh mein Gott, Leute. Ich würde sagen, das war's jetzt erstmal. Was ein krasser Rage-Part. Freunde! Bis zum nächsten Mal. Vielleicht habe ich aber auch keinen Bock mehr auf diese verdammte Scheiße! Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate!